Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Es ist heiß, ich bin nervös und an dieser Stelle, an der ich jetzt stehe, wird in 3 Wochen schätzungsweise meine neue Wärmepumpe sein. Heute geht es darum, was genau wird hier stehen, was genau habe ich vor, warum bin ich nervös. Ja, warum überhaupt eine Wärmepumpe? Dieses Weg von den fossilen Energieträgern fasziniert mich. CO2 hin oder her. Mir ist es nicht einleuchtend, dass wir Dinge verfeuern innerhalb kürzester Zeit, die die Natur in Millionen von Jahren da irgendwie angesammelt hat. Insofern finde ich das einen faszinierenden Gedanken. Das Prinzip Kühlschrank hat sich durchgesetzt und eine Wärmepumpe als sozusagen umgekehrtes Prinzip muss irgendwie auch sinnvoll sein und scheint es zu sein. Die Wärmepumpe hat natürlich gerade ein Imageproblem und daran ist aber wahrscheinlich eher die Politik schuld und nicht die Technik. Als freiheitsliebender Mensch ist es so, dass ich auch nicht mich vom Trotz gegen die Politik oder gegen die da oben davon abbringen lasse, was Sinnvolles zu tun, sofern es sinnvoll ist. Denn das ist natürlich die Voraussetzung, nicht Wärmepumpe ist die Lösung für alles, sondern dann eine Wärmepumpe, wenn es wirtschaftlich und technisch und umwelttechnisch sinnvoll ist. Also, sofern eine niedrige Vorlauftemperatur möglich ist, damit man sich nicht tot bezahlt oder zu viel Strom braucht, das scheint hier so zu sein, haben wir in den verschiedenen Videos rausgefunden. Durch die Dämmung ist das offensichtlich möglich. Ein paar Heizkörper müssen dafür noch vergrößert werden, aber ansonsten ergibt die Heizlastberechnung das. Zweitens, sofern eine Wärmepumpe wirklich ein effektiver Hebel ist, die Lambda-Wärmepumpe, die ich mir ausgesucht habe, scheint das zu sein. Und drittens natürlich, wenn der Strom, den diese Wärmepumpe zum Heizen verwendet, auch wenigstens mittelfristig aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Und hier habe ich durch meine Photovoltaikanlage sicherlich eine ganz gute Grundsituation. Und der Strom, den ich im Moment hier von den Stadtwerken Konstanz beziehe, ist ebenfalls als Ökostrom deklariert. Da drüben steht mein Elektroauto und auf dem Dach ist die Photovoltaikanlage. Und ich würde sagen, diese beiden Entscheidungen habe ich bis jetzt nicht bereut. Bei der Wärmepumpe bin ich wieder genauso nervös. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wird es zu laut sein? Wird es doch zu kalt? Brauche ich doch zu viel Strom? Aber ich habe wirklich mich vorbereitet, sodass ich denke, die Entscheidung ist richtig und ich kann dieses Wagnis eingehen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich gerne Zeit und Geld in interessante Projekte investiere in meinem Berufsleben. Und das ist ja alles so ein bisschen gehört hier dazu. Also ich bin bereit für diese Investition. Warum jetzt eine Wärmepumpe, wo doch gerade die Diskussion so groß ist und so weiter? Naja, also ich habe eine Gastherme, die ist von 2001, 2002. Das heißt, die geht schon noch, aber irgendwann muss die ersetzt werden. Dann, klar, wir haben Gaspreise, die stark gestiegen sind. Und ich glaube auch nicht, dass die sehr bald wieder stark sinken werden. Und auch wenn später mal Gas aus erneuerbarem Strom erzeugt werden sollte, dürfte dieses Verfahren auch sein Geld kosten. Also ich glaube, dass dieser starke Anstieg des Gaspreises jedenfalls nicht dauerhaft wieder zurückgenommen werden kann. Ein drittes Argument, warum ich mich dann auf diesen Weg gemacht habe, war, dass die Verfügbarkeit von Wärmepumpen damals eben gar nicht so hoch war. Das heißt, wenn mir jetzt meine Gastherme kaputt gehen würde, war dann die Frage, kriege ich dann überhaupt in nützlicher Frist, wie der Schweizer sagt, eine Wärmepumpe? Und auch die Lambda-Wärmepumpe, die ich mir ausgesucht hatte, hat eigentlich eine Lieferzeit von 52 Wochen. Das hat sich jetzt dank der Politik offensichtlich auch wieder ein bisschen geändert. Aber man kann ja auch nicht immer stehen bleiben und umdrehen. Ich war schon unterwegs in diese Richtung. Vierter Punkt, sicherlich sehr wichtig, ist natürlich die Zuschusssituation, dass es im Moment einen Zuschuss gibt für bis zu 40%. In meinem Fall sind es 40%. Und ich glaube kaum, dass da noch eine deutliche Steigerung an Zuschüssen zu erwarten ist in Zukunft. Also ist das jetzt die richtige Situation. Sicherlich auch ein Grund ist, dass ich einen YouTube-Kanal habe und mich auf diesen Weg gemacht habe, dass ich auch das dokumentieren möchte und deswegen auch dranbleiben möchte. Ich habe immer mal wieder überlegt, mache ich es vielleicht doch nicht, ist ja auch Geld, ist ja auch teuer. Ja, vielleicht ist da auch so ein bisschen der Grund, dass ihr zuguckt und ihr ja auch sehen wollt, ob es klappt. Und ja, das ist wie gesagt ein bisschen meine Risikomentalität. Ich zeig's euch, wie es klappt. Ja, und der sechste Punkt ist, jetzt ist Geld da. Gerade so. Wir wissen nicht, was passiert. Ich hatte damals auch mit der Photovoltaikanlage eine ähnliche Entscheidung getroffen. Es war gut investiertes Geld und jetzt hoffe ich, bei der Wärmepumpe ist es genauso. Ich kann mir vorstellen, die Handwerker werden auch nicht billiger in den nächsten Jahren mit Inflation und allem. Also das passt jetzt gerade. Deswegen machen wir es jetzt.
So, jetzt ist natürlich die Frage, was genau machen wir hier? Und viele sagen, Mensch, mach doch so Splitgeräte für jedes Zimmer eins oder für mehrere zusammen. Warum denn nicht das? Die haben ja auch noch einen deutlichen Vorteil. Da kannst du jetzt gerade, wenn es so heiß ist, auch noch kühlen, kriegst kühle Luft. Also Luft, Wärmepumpen, Klimageräte. Ja, und die sind sogar auch noch günstiger. Und ja, man kann auch nur manche Zimmer beheizen und so weiter. Ich glaube, dass das alles stimmt. Und ich glaube, dass das für manche Leute auch wirklich ausschlaggebende Argumente sind. Ich bin vielleicht einfach ein komfortabler Mensch. Mich stört schon die Optik. Ich möchte das nicht haben. Ich glaube auch, dass da so viele Ventilatoren jetzt geräuschmäßig sicherlich kein Vorteil sind im Gegensatz zu einer großen Monoblock-Wärmepumpe. Ich brauche dann sowieso noch eine Lösung für Warmwasser, weil die kriege ich mit diesen Luft-Luft-Wärmepumpen ja nicht hin, das Warmwasser. Also ich kenne mich nicht wahnsinnig gut aus, aber soweit ich mich damit beschäftigt habe, ist das vielleicht eher die Frage des Komforts. Und der Optik, die Frage ist, warum fährt der einen BMW und der anderen Dacia? Man kommt doch mit beiden von A nach B. Und vielleicht ist das hier auch so eine Entscheidung, wo ich einfach sage, ja, das ist eine komfortablere Entscheidung für mich, dass ich eine Heizung habe mit Heizkörpern und das ganze Haus warm kriege. Ich habe mich jetzt für die Lambda EUL 13 entschieden. Warum für diese Wärmepumpe? Das ist jetzt keine Werbesendung, weil ich bezahle sie ja auch. Das eine ist, dass mir wichtig war, dass sie eine hohe Effizienz hat. Damals, als ich mich damit beschäftigt habe, war sie deutlich im Vorteil gegenüber dem Markt, hat einen Scope von 4,5 bei Mitteltemperatur, also bei diesen normalen Heizkörpern, die ich habe. Sie wäre, glaube ich, 5,5 bei Fußbodenheizungen, also ein sehr guter Wert. Dann ist sie mit 30 Dezibel Lautstärke bei 3 Meter Abstand vom Gerät eine der leiseren, was damit zu tun hat, dass es eben diese Monoblock-Geschichte ist und der Ventilator groß ist und sich deswegen auch nicht so schnell und viel drehen muss. Es ist ein Monoblock-System, das heißt ein geschlossenes System, durch das dann das Wasser durchgeleitet wird in den Heizkreis. Und das war mir auch einleuchtend, dass das Vorteile haben kann. Ansonsten muss man eben das Außengerät mit dem Innengerät verbinden und die Flüssigkeit einfüllen oder was auch immer da drin ist. Mir schien das eine runde Geschichte zu sein und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Warum die große, warum nicht die kleine? Ja, die kleine wäre ebenfalls möglich, hat mir auch der Herr Entleitner gesagt, der Geschäftsführer von Lambda. Damit würden wir es auch hinkriegen. Sie ist vielleicht 1500 Euro günstiger. Und ich habe ja noch einen Kaminofen im Wohnzimmer. Ich könnte also zuheizen, wenn es wirklich mal minus 9, minus 10 Grad hat. Das Hauptargument, was immer angebracht wird gegen die große, ist halt, dass es häufiger takten würde, wenn sie zu groß ist. Aber da hat er gesagt, das sei nicht der Fall, weil die kann bis 3 kW runtergehen. Also der Modulationsbereich ist relativ groß. Insofern hätte man diese Taktik nicht. Da verlasse ich mich sozusagen auf den Hersteller. Und das muss ich jetzt zitieren. Er hat geschrieben, zudem haben Sie bei der EU 13L den Vorteil, dass der Verdichter nicht mit 100% Drehzahl betrieben werden muss. Das ist für die Lebensdauer etwas besser, was den etwas erhöhten Verschleiß durch Taktungen wieder kompensiert. Zudem reduzieren sich die Schallemissionen. Ich will nicht ein Ingenieurstudium anfangen, aber mich hat es insgesamt überzeugt. Ich denke auch mal, vielleicht ist man mal alt oder jemand anderes zieht hier ein und der ist nicht zufrieden wie ich mit 19, 20 Grad Temperatur, sondern der will auf 22, 24 heizen. Und dann ist auf jeden Fall die große Wärmepumpe die bessere Wahl. Insofern habe ich wegen dieser 1500 Euro jetzt auch für die Zukunft mir überlegt, dass das die bessere Lösung ist. Ja, hier wird sie hinkommen. Ich habe das mal markiert, genau an diese Stelle, nicht ganz ans Eck. Dann braucht sie 30 cm Abstand von der Hauswand. Wenn ich in 2 Wochen aus dem Urlaub komme, wird hier bereits das Fundament sein. Da wird runtergegraben, 80 cm. Dann wird eine Kernbohrung ins Haus reingemacht. Die Rohre werden bereits verlegt sein. Und ja, sobald ich da bin wieder, Anfang September, wird hier das Ding aufgestellt und angeschlossen. Dann bin ich gespannt, wie es funktioniert und vor allem, wie der Winter funktioniert. So, und jetzt habe ich mich, und da werden manche aufschreien, wie kann man nur, entschieden für einen Schichtenkombispeicher mit Frischwasserstation. Ich zeige euch das mal hier im Bild. Also das ist ein großer Speicher. Im oberen Bereich, wo das warme Wasser ist, wird eine Frischwasserstation angeschlossen. Da wird praktisch wie bei einem Durchlauferhitzer dann das Warmwasser, was ich brauche, also zum Duschen und so weiter, erwärmt. Immer in dieser Menge, die man braucht, mit einem relativ guten Übergangswert. Frischwasserstation finde ich deswegen gut, weil ich muss ja sonst, wenn ich Warmwasser als Speicher habe,
das immer auf einer bestimmten Temperatur halten, wegen der Legionellen. Das entfällt hier. Also ich kann, wenn ich sage, mir reichen im Sommer 40 Grad zum Duschen oder 35, dann kann ich im oberen Bereich 40 Grad Warmwasser haben und daraus mein Warmwasser machen und habe kein Problem mit Legionellen, weil die sind dann da nicht drin. Dass ich überhaupt auch einen Pufferspeicher für die Heizung brauche, da sind sich alle einig. Das liegt daran, dass ich eben keine Fußbodenheizung habe und dass insgesamt das Volumen von Wasser sonst zu gering wäre, weil ich brauche das Wasser auch, um, wenn die Wärmepumpe mal einfriert, das sozusagen umzudrehen und mit dem wärmeren Wasser dann die wieder aufzutauen. Also ein bisschen Pufferspeicher muss sein. Auch das ist nicht die günstigste Lösung. Auch hier ist wieder die Frage BMW oder Dacia. Es ist was mit Komfort zu tun hat, mit einem Wiederverkaufswert von diesem Haus. Ich vertraue darauf, dass mir da der Hersteller keinen Mist erzählt hat und dass der Scope gut bleibt, weil ich mache ja Videos und ihr werdet es als Erste erfahren, wenn die Effizienz in den Keller geht. Und ich glaube, dass der Herr Entleitner das weiß und dass er deswegen mich, denke ich schon und hoffe doch, gut beraten hat. Ja, in 2 Wochen geht's los. Ich habe einen Kostenvoranschlag, der bei 38.000 Euro ungefähr liegt. Dazu kommen diese Erdarbeiten, vielleicht nochmal 2.000, 3.000 Euro. Ich hoffe, dass ich insgesamt in meinem Budget von 45.000 Euro bleibe, für das ich einen Zuschussantrag bewilligt bekommen habe. Also 40% davon, was ich dann ausgebe, werde ich als Zuschuss bekommen. In dieser Rechnung sind außer den genannten Komponenten auch noch der Heizkörpertausch, den ich brauche, um mit der Vorlauftemperatur überall die Heizleistung zu bekommen, die ich brauche. Eine Hydraulikstation, der hydraulische Abgleich, die Montage, die Erdarbeiten und das Fundament. Ich werde euch vorher noch ein Video aufnehmen, in dem ich berechnet habe, wie viel Strom ich vermutlich verbrauchen werde. Weil das ist natürlich ganz wichtig. Das Ding kostet ja Geld und die Frage ist, was wird es kosten, damit zu heizen? Also bleibt dran. Vielleicht schneide ich es auch im Urlaub. Ihr seht auf jeden Fall noch, bevor hier die Wärmepumpe steht, ein Video über den zu erwartenden Stromverbrauch der Wärmepumpe. Ich habe mich übrigens nach dem letzten Video sehr gefreut über die vielen ganz lieben Kommentare zu meinem 5-jährigen Jubiläum. Ganz herzlichen Dank, da waren so viele nette Sachen dabei und viele, die sonst eben nicht kommentieren, haben da mal was geschrieben. Das fand ich sehr, sehr nett. Ich hoffe auch, dieses Video fandet ihr informativ. Es hat euch gefallen. Lasst mir bitte ein Like da und ein Abo, das ist ganz wichtig für mich. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dad.